Herzlich willkommen wieder zu einer deutschen Ausgabe der Wisdom Factory, thewisdomfactory.net, wo wir Interviews und Gespräche öffentlich halten, um wichtige Themen im integralen Kontext zu besprechen. Hier im Deutschen sind wir das Online-Forum des integralen Forums und heute haben wir als Gast Theresa Maria Wuttke und als Co-Host Monja Frühwirth. Und ich bin Heidi Hörnlein und bin in Italien und habe dann alles online, wie sich hier herausstellt. Und freue mich, dass ihr da seid. Und wir wollen über das Thema sprechen, das Leben, ein weiblicher Schöpfungsakt. Und es kommt aus dem Buch, das Theresia Maria, umgekehrt, geschrieben hat. Und ich bin sehr gespannt darauf, denn gerade auch mit Monja haben wir in der Vergangenheit sehr viel über weiblich, männlich, weibliche Energien, Qualitäten und so weiter gesprochen, was ihr übrigens alles auf der Webseite finden könnt. Und jetzt mit Marias, ich habe dich umgekehrt, ich weiß nicht. Theresias Anregung aus dem Buch. Wollen wir das ein bisschen vertiefen. Bevor wir anfangen, dann möchte ich euch vorstellen, Theresia, jetzt als erstes dich vorzustellen, ein bisschen was über dich zu sagen, auch über das Buch und wie das zustande kam und ja, das Thema. Ja, also ich bin die Theresia Maria Wuttke und das Buch ist entstanden vor dem Hintergrund eines Impulses meiner inneren Stimme, die mir von Kindesbeinen an vertraut ist und mit der ich Zeit meines Lebens, was nun schon eine Weile ist, unterwegs bin und mich eines Tages sehr konkret hineingeführt hat in meine weibliche Selbst-Bestimmung, die ich zunächst einmal herausfinden wollte, was ist das überhaupt, Frau zu sein, jenseits der vorgegebenen Definition. Ich hatte jede Menge vorgegebener Definitionen und habe mich dann loslassen können in diesem Prozess, das zu erforschen über meinen Körper, der immer sehr eingeschränkt war durch viele Erkrankungen, die ich überwinden durfte. Aber ich war neugierig und wollte dieses Frau sein, weiblich sein, in ureigene Erfahrung bringen. Und das Resultat meiner Erfahrung angereichert selbstverständlich auch mit vielen Gedanken anderer Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe zu diesen Themen, ist das Buch daraus entstanden, mutig der inneren Führung folgen, also aus der Mitte heraus. So, und das ist das, was ich gerne mit euch teilen möchte. Ja, danke schön. Und Monja, ich freue mich, dass du dabei bist. Magst du auch kurz was über dich sagen? Ja, ich bin Monja Frühwirth, ich lebe in Wien. Und ich freue mich heute wirklich, Theresia Maria Wuttke kennenzulernen, die ich bisher nicht kannte. Das Thema der Weiblichkeit ist für mich immer unhinterfragt und sehr selbstverständlich gewesen. Mutter, zwei Kinder, Großmutter, dreier Enkel. Und weibliche Sexualität ist für mich also ja, die Freude und die Herausforderung, die ich auch jetzt im Alter noch verteidige. Und ja, ich würde sagen, Theresia, Maria. Ja, beginne. Sehr schön. Ich, ja, das Mikrofon ist, glaube ich, an. Also Leben, ein weiblicher Schöpfungsakt. Du hast gesagt, dass du das in deinem Leben so umgesetzt und gelebt hast, wenn ich das richtig verstehe, und hast auch gleich die Sexualität mit angesprochen. Für mich war es so, dass ich durch viele Übergriffe in meinem Leben schon als ganz kleines Mädchen Erfahrungen machen musste, die nicht unbedingt das Leben eines Kindes voranbringen. Und ich habe viele Jahre gebraucht, mich aus diesen Übergriffen
seelisch erstmal herauszulösen, um meine eigene Sexualität jenseits von Gewalt und Übergriff überhaupt kennenzulernen. Und ich habe eine sehr starke innere Führung, die mir dabei hilfreich war, und bin auch verschiedene Wege gegangen mit therapeutischer Begleitung, um meine eigene Weiblichkeit überhaupt erst zu entfalten. Die war nicht nur verschüttet, sondern auch verunstaltet und voller Irritation und Schmerz und so weiter. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass ich im Alter von 2 Jahren im Krankenhaus die Erfahrung von Missbrauch gemacht habe. Und es hat sich dann fortgesetzt durch den behandelnden Arzt und so weiter. Und da gab es noch Folgeerfahrungen, sodass das wirklich freundlich beschrieben ist, wie ich es gerade ausgedrückt habe. Und dass sich dieser Weg für mich so gelohnt hat, das durchzuarbeiten und freizulegen, um überhaupt zu dieser Pulsation der Lebensenergie und der Freude und der Ekstase hinzufinden. Es hat ein bisschen gedauert. Dieses Buch ist also speziell über die Schöpferkraft der Frau, oder legst du in dem, du hast ja auch andere Bücher wahrscheinlich geschrieben, ja, wo du das freilegst für andere, dass sie es nachvollziehen können, die in einer ähnlichen Situation sind? Ich habe das nicht beschränkt auf das Thema des Missbrauchs, sondern ich habe geschrieben, was uns möglich ist, wenn wir unserer inneren Führung vertrauen, ganz gleich, was wir erlebt haben, wie wir traumatisiert worden sind, whatever, dass diese in uns lebende Kraft so viel größer ist, wenn wir der vertrauen, dass wir zu unserem Original zurückfinden können. Und das habe ich sehr, sehr genau beschrieben, dass wir aus den Gravuren, so habe ich es genannt, hinüber uns entfalten können in die Signatur des Wesens, was wir sind. Und insofern ist es keine Anleitung, aber ein Impulsgeber, dieses Buch, dieser inneren Kraft zu vertrauen, dieser inneren Führung. Und ich habe es nicht speziell für Frauen geschrieben, sondern für Menschen. Für Männer und für Frauen, und wünsche mir, dass anhand der Rückmeldung, und das Buch ist zum 2. Mal aufgelegt, und beim ersten Mal sind es 3000 Bücher, die verkauft worden sind. Ich habe viele, viele, viele Rückmeldungen bekommen. Bis dahin, dass Menschen in Kurzform einfach mich haben wissen lassen, so kann man das machen, so kann ich mir folgen, so kann ich in Kontakt mit mir kommen. Und ich darf gespannt sein, was da für eine Kraft in mir ist. Und das habe ich versucht, in diesem Buch niederzulegen. Jenseits von einer religiösen Form. Ich habe geschrieben, was für mich gerade aktuell war, aber das ist unabhängig davon. Erzähl noch mehr über die Kraft und wie du mit ihr in Kontakt gehst, ob es spezielle Möglichkeiten gibt, die wir auch da nachvollziehen können hier? Ja, also ich glaube, mein Körper war ja sehr krank, und ich persönlich habe diese Kraft kennengelernt, indem sie sich bei mir gemeldet hat. Also es war genau andersrum. Also ich habe sie nicht gesucht, sondern die Kraft hat sich bemerkbar gemacht in mir mit meiner inneren Stimme. Und der habe ich angefangen zu lauschen. Und ich glaube nicht, dass man jemand besonderer sein muss oder hochgradig spirituell, weil wir das alle sind, sondern es reicht für mich, wenn wir nach innen lauschen und über eine meditative Form, wie auch immer die sein mag, in Kontakt gehen mit dem, was ich Wesensmitte nenne und Wesenskern, um von dort Impulse zu bekommen. Die können sein in Bildern oder dass du was hörst oder dass dir ein Buch begegnet, wie auch immer. Es ist ja immer ein Beginn, überhaupt erst mit dieser Kraft in Kontakt zu treten. Ich habe dich jetzt stumm gestellt, Monja, weil da war ein bisschen Geräusch da. Ich wollte auch was dazu sagen.
diese innere Stimme, ja, die kann man ja, heutzutage redet ja jeder von der inneren Stimme. Und wir wissen ja, wir haben sehr viele Teilpersönlichkeiten und die sind manchmal sehr laut und plappern und so weiter. Ist die Frage, bevor wir zu dem weiblichen Schöpfungsakt kommen, wie kann man unterscheiden, welche Stimme die der inneren Führung ist und welche ein Klappermaul aus der anderen Richtung? Also meine Erfahrung dazu ist die, dass die innere Stimme sehr leise ist und dass es einen Raum braucht, in dem nichts ist. Also in dem andere Stimmen nicht anwesend sind oder schweigen. Und ich finde, das ist eine Sache der Übung und der Geduld. Also es gibt Phasen, da passiert scheinbar nichts. Und dann kommt wieder ein Impuls aus der Tiefe meines Inneren. Also das ist nicht ein Regelwerk, wenn du so und so lange meditierst oder dies oder das machst, dass du das abrufen kannst, sondern für mich ist so Hingabe und Geduld, ja, und der Raum der Leere wesentlich, um dieser inneren Stimme begegnen zu können. Okay, und in den Raum der Leere zu kommen? Ich hatte die Gelegenheit, zunächst durch mein Kranksein lange Liegezeiten zu haben und Räume der Stille, die sich von selbst entwickelt haben, also weil einfach niemand da war. Und später habe ich eine Ausbildung gemacht zur Meditationslehrerin in einem Kloster und habe erforscht, wie das geht. Also wie komme ich in diesen Raum der Stille? Und habe dazu verschiedene Übungen kennengelernt, die ganz einfach sind, aber sehr zentral mich sofort rückbinden in meine Mitte. Und dann war das ein Weg der Übung, ja? Also das einfach zu üben, so wie ein Sportler, der übt ja auch seine Sachen. Und so habe ich mich übend weiter bewegt. Ja? Und dann schreibe ich diese Dinge auch auf. Und mitunter passieren Dinge, dass ich ganze Textpassagen bekomme, so wie bei der CD, die ich aufgelegt habe, wo es um die Meditation mit dem Herzen geht. Dann ist das ein Flow, dass ich das einfach nur schreibe. Aber das ist nicht ständig so, sondern es gibt Phasen, in denen es dann ganz ruhig und ganz still ist und scheinbar nichts passiert. Und diese Phasen sind für mich die nährendsten überhaupt, wenn nichts passiert und dann wieder ein Impuls kommt. So kann ich das beschreiben. Ich kann ja nicht über etwas reden, was ich nicht selbst erfahren habe. Also ich kann mit euch teilen, wie ich das in Erfahrung gebracht habe. Und der Atem ist etwas, der unterstützt das sehr. Das sind Techniken, wenn ihr so wollt. Und in den Kursen vermittle ich diese in Häkchen-Techniken. Aber dann geht es praktisch in einen Prozess der Hingabe, damit dieses Hören oder Wahrnehmen möglich wird. Da hast du jetzt das Wort Hingabe zum ersten Mal verwendet. Wie weit ist das im Zusammenhang mit der weiblichen, für dich, mit der weiblichen Schöpfungskraft, die Hingabe? Das ist für mich eigentlich der Schlüssel. Die Hingabe des Sich-Anvertrauens und in der Passivität da zu sein. Also es ist kein aktiver Vorgang, sondern es ist dieses auch nichts erwarten, sondern dass es kommt von selbst, also von dieser Sophia, der inneren Weisheit. Das sind völlig andere Vorgänge, als wenn ich jetzt kreativ etwas visualisiere oder mir vorstelle, etc. pp., sondern das ist ein Vorgang, der diesen Raum braucht, wo etwas geschehen kann, von dem ich ja auch gar nicht weiß, was da geschehen will. Aber meine Bereitschaft, dass etwas geschehen darf, da ist. Und die Hingabe ist für mich sozusagen die Tür und das Tor. Und Jung hat das so schön ausgedrückt in diesem Personare, sich durchtönen lassen, Platz machen, damit da etwas geschehen kann. Personare.
Wie weit ist deine Ausbildung als Meditationslehrerin, also da einfach auch nur ein Tool gewesen, also ein Werkzeug, das sich auf sich selbst hinbündelt auf einen Punkt? Du hast von der Mitte gesprochen. Ja. Ja, also das ist gut, dass du das sagst. Also Tool wäre jetzt nicht mal meine Wortkreation, aber es war im Grunde genommen eine Unterstützung, einen Rahmen kennenzulernen, ja, in dem solche Erfahrungen weiter sich entfalten dürfen. Und ich fand das sehr hilfreich und konnte es dadurch auch noch besser weitergeben, von der Person gelöst. Also wenn ich Kurse gebe, ist es ja wichtig, dass die Menschen nicht auf Theresia Maria Wuttke gucken, sondern mit dem Prinzip in Kontakt kommen. Und da sind solche Dinge sehr hilfreich, dass wir die zur Verfügung gestellt bekommen. Ja? Du hast Sophia erwähnt, also die weibliche Weisheit. Und was wäre ein männliches Pendant dazu? Ein männliches Pendant, das habe ich im Kloster ja erfahren. Das waren ja alles Mönche, bei denen ich war. Ja. Und selbst wenn die sich gelöst haben von ihren männlichen Gottesbildern, gibt es ja immer noch das Bild des meditierenden Zen-Meisters oder so. Und ich habe gemerkt schon im Kloster, dass das alles nichts für mich ist. Ich habe das akzeptiert. Aber ich hatte so ein tiefes Empfinden, dass das in mir passiert und auch in meinem Körper. Und dass es dort stattfinden darf. Das ist so, als hätte ich es mir erlaubt. Dass es in meinem Körper, in meinem Leib geschieht, in Verbindung mit meinem Geist und meiner Seele. Und mich haben dann Menschen interessiert, die vor meiner Zeit über diese Erde gegangen sind, wie zum Beispiel Mechthild von Magdeburg. Und da habe ich vieles wiedergefunden von eigenen Erfahrungen. Ich hätte das so nicht genannt, wie es dort zu lesen war. Aber ich habe gemerkt, damit komme ich in Resonanz. Und habe mich diesem Prozess, der eigentlich von selbst innen drin angefangen hatte, nachdem ich diese Erlaubnis gegeben habe, jenseits aller Vorstellung weitermachen zu wollen, dass mich da meine innere Führung geführt hat und dass da mein Körper einschließlich meiner Sexualität wegweisend war auf all den Erfahrungen. Ne? Ich finde es jetzt spannend, weil der Körper als Tempel, nicht? Ja, ein Prinzip, was man, glaube ich, in der männlichen Spiritualität nicht ganz so sieht, ja? Und das ist das, was typisch weiblich ist, dass wir in unserem Körper, wer sagt ja auch, man spricht von der Erde und hinunterkommen, uns erden und so weiter. Ist das ein weibliches Prinzip? Also ich glaube schon, dass der Begriff Tempel eine schöne Form ist, ja, weil ich meinen Körper auch so etwas wie einen Tempel erlebe, in dem etwas passieren darf, was ich komplett meiner Kontrolle entzieht. Und dass ich das erlaube. Deshalb habe ich vorhin gesagt, ich erlaube es. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht. Und ihr wisst ja, wenn ihr euch auf die Suche macht, dass dann plötzlich Türen aufgehen, von denen ich vorher nicht mal wusste, dass es sie gab. Und habe dann Bücher gefunden, zum Beispiel von der Felicitas Goodman, Die Sprache der Göttin. Und das hat mich so neugierig gemacht, weil sie Dinge herausgefunden hat, dass es eben Tempel gibt auf Gozo und auf Malta, die vor 5000 Jahren erbaut worden sind und wo die Verkörperung des weiblichen Prinzips in diesen Tempeln zu finden ist. Also das heißt, der Tempel ist im Grunde genommen die Vulva, durch die du hineingehst. Und dann findest du rechts und links die Kammern der Ovarien und so geht das die ganze Zeit weiter. Das haben die Menschen nachgebaut. Und das haben sie als ein Gottesverständnis oder ein göttliches Verständnis gehabt über sich selbst, dass das Leben aus der Frau kommt, ja, aus der Göttin.
Wie viel die Moderne dann dazu gebaut hat, also an Vorstellungen, lasse ich mal dahingestellt. Aber mich hat das bestätigt, in dem meiner ureigenen Erfahrung ein Tempel zu sein, eine lebendige Göttin, die über diese Erde geht. Und dann fahre ich dahin nach Gozo und finde das. Und habe dort wunderbare Erfahrungen in der Stille gemacht. Also bin eingetaucht in die Sprache der Steine, in all das, was sich in mir weiter bewegen wollte. Und habe diesen Prozess nie, ich habe den nie aufgegeben, sondern der ist weitergegangen von selbst. Aber das war eine Schlüsselerfahrung für mich. Das, was ich innen erlebt habe, dann dort in Gozo, in Stein und diesen Frauenskulpturen, diesen Göttinnenskulpturen wiederzufinden. Und da hat mir Felicitas Goodman den Weg aufgemacht, obwohl ich die persönlich nie kennengelernt habe. Aber ihre Bücher fand ich atemberaubend. Ich wollte jetzt noch was fragen. Du sagtest, der Tempel ist ein Raum, wo etwas geschieht, wo ich keinen Einfluss habe oder was ich nicht weiß, was unbekannt ist. Ja? Und dann hast du davon gesprochen, dass du sehr krank warst oft. Ja, das ist ja ein junger Mensch. Ja, wie passt das zusammen? Wir haben heutzutage so viel Angst vor Krankheiten. Und du sagst, der Körper ist der Tempel, der das auch annimmt. Hast du das annehmen können, nicht zu wissen, wie das weitergeht mit deinem Körper und so? Die Hingabe an das Unbekannte, ist das daraufhin? Das ist später noch mehr und da hat sich das verdichtet. Dass mein Körper auch ein Tempel ist. Ich musste vorher ganz viel überwinden, weil ich Krankheiten hatte, die meinen Körper auch entstellt haben. Ja, also ich hatte Krankheiten, wo ich viele Narben davon getragen habe, etc. Einen verwüsteten Tempel, wenn ihr so wollt. Das waren ja auch die ersten Erfahrungen über die ersten Kinder- und Jugendjahre. Und diesen Tempel dann anzunehmen, in dem, wie er aussah, und zu erlauben, dass der sich wandelt in einen Leib, das war ein großer Prozess, den ich auch, Gott dankenswerterweise, von einer großartigen Frau begleitet bekam. Ja? Und als ich das erste Mal hörte von einem Freund von mir, der mich morgens begrüßte mit "Guten Morgen, du Schöne", ja, konnte ich das erstmal gar nicht für mich annehmen. Da war ich noch gar nicht da. Und das war ein jahrelanger Werdeprozess, ja, zu verstehen, dass meine Bausteine auch ganz sind und heilig sind, auch wenn sie anders aussehen. Das war nicht so schnell. Also das müsst ihr euch als einen längeren Prozess vorstellen. Das Buch ist ja auch das erste Mal vor 10 Jahren verlegt worden. Das heißt, die Zeit davor war ich in Werdung begriffen. In der Heiligsprechung des Tempels, nicht? Mit der Heiligsprechung meines Tempels, genau. Sehr schön. Wenn ich dir zuhöre, kommt der Gedanke, dass die modernen jungen Frauen, also die Frauen von heute, sich wieder erinnern müssen an diese Heiligkeit ihres Körpers, weil wir sind ja alle verkommerzialisiert worden in der Werbung, im Konsum. Würdest du empfehlen, dass sie zu diesen alten Tempeln fahren? Also ich bin eine ganz bodenständige Frau und arbeite derzeit auch zum Beispiel mit Lehrerinnen mit dem Thema Achtsamkeit und näher mich ihnen mit Behutsamkeit, dass sie ihren Körper wahrnehmen lernen. Dass sie ihn auch als Tempel wahrnehmen, das ist jetzt ein neuer Schritt. Zunächst einmal durften sie sich oder mussten sie sich in sich beheimaten aus dieser mentalen Ebene des Kopfes überhaupt zurückzukehren in ihren Leib, um dann in den nächsten Schritten, ne, ihre Weiblichkeit wahrnehmen zu können und irgendwann sie auch, wie soll ich sagen, nicht nur wahrnehmen zu können, sondern damit erfüllt zu sein. Das sind viele Stationen und ich finde es
wesentlich, dass sich junge Frauen erinnern. Aber noch besser finde ich, wenn wir das den kleinen Mädels schon zeigen, was für kraftvolle, wundervolle Göttinnen es sind. Und ich habe das vorhin auch schon mal erwähnt. Ich habe eine kleine Enkeltochter von 6 Jahren und im September kommt Mathilda, also Martha und Mathilda, auf die Welt. Und wenn wir das den Mädels von Anfang an zeigen und durch Bindung und Zugehörigkeit, wie wunderbar sie sind und ihren Körper lustvoll und freudig in Erfahrung bringen, dann glaube ich, gelingt das gut. Und wenn es sehr viel später kommt, braucht es viele Schritte, ne, um in diese Erfahrung einmünden zu können. Deshalb habe ich das mit den Lehrerinnen mal erwähnt. Ne? Da sind wir ja schon eine Weile unterwegs und das wird dorthin münden, ja, so wie ein Fluss irgendwann ins Meer mündet, während diese jungen Frauen dort ankommen. Und ich halte das für bedeutungsvoll, weil wir im Schöpfungsprinzip ja beide Kräfte zur Verfügung haben und für mich die derzeitige Welt immer noch ausgerichtet ist in diesem strukturgebenden Yang-Prinzip und sehr wenig bis kümmerlich von der weiblichen Kraft, also die mit dazu nimmt. Ne? Ja. Ja. Finde ich ganz, 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 ganz wichtig, dass wir das erstmal klären, was ist unsere weibliche Kraft, weil jedenfalls unsere Generation ist ja hauptsächlich noch aufgewachsen, was, ach, du bist ja nur eine Frau. Genau. Also diese mangelnde Ermutigung, dass wir was beizutragen haben, was Eigenes ist und was anderes ist, als das, in was man hineingedrängt wird, ja, und ich hatte eine Phase, wo ich wirklich, also eine lange Phase, Mann sein wollte, weil ich dachte, die Männer haben es alle besser und ich bin benachteiligt und allen möglichen Kram. Um dann zu der Weiblichkeit zu kommen, ist nicht einfach. Um dann mit dem noch immer heute üblichen Weiblichkeitsbild, hohe Stöckelschuhe und Sexobjekt für Männer, das ist ja auch nicht unbedingt das, was wir unter wirklicher Weiblichkeit verstehen. So würde ich dich mal einladen wollen, zu beschreiben, was du unter, sag mal, authentische, obwohl das Wort ein bisschen missbraucht auch ist in letzter Zeit, Weiblichkeit verstehst. Was ich unter Weiblichkeit verstehe, ist erstmal mit mir in Stimmigkeit zu sein. Also stimmig die Dinge zu tun, die mir am Herzen liegen, die mir wesentlich sind und darauf zu achten, dass das stimmig ist auch für Körper, Geist und Seele, also dass sich das für mich auch gut anfühlen muss. Also mitunter höre ich etwas und dann finde ich das schön und so und dann prüfe ich das. Also diese Prüfinstanz ist für mich auch die innere Weisheit. Passt das zu mir? Ist das stimmig für mich? Kann ich da mitgehen? Ja? Werde ich das entfalten wollen? Weil ich entfalte das ja nicht nur mental, sondern ich entfalte es ja auch über meine Gefühle und auch immer über meinen Körper. Und mein Körper ist da für mich ein wunderbares Werkzeug, der mir sehr genau zeigt, ob etwas stimmig ist für mich. Und das finde ich sehr weiblich. Also diese Art der Betrachtung, ja? Das heißt die Einbeziehung des Ganzen. Genau. Nicht nur Kopf und nicht nur Gefühl, was ja eine übertriebene Weiblichkeit wäre, wenn man nur aus unmittelbarem Gefühl heraus und alle drei Elemente zusammen. Mhm. Du hast gesagt, ich habe das jetzt so interpretiert, aber wie ich dich gehört habe, die Wesensmitte. Ja. Weil du auch das Nähern erwähnt hast. Und dass es für dich mit keiner bestimmten Religion verbunden ist. Also es ist wahrscheinlich dann doch spirituell, aber ohne eine Ideologie. Genau. Jetzt gibt es ja viele Literatur auch dazu. Graf Dürkheim, also unter das Hara zu gehen, in die Körpermitte zu gehen. Wie geht man dann in die Wesensmitte? Hast du da irgendeinen Hinweis?
Ja, also ich habe Graf Dürkheim, das sind alles mir vertraute Menschen, mit denen ich mich auch auseinandergesetzt habe, mit dem, was sie unterrichten. Und ich kann nur sagen, dass ich, wenn ich in meine Wesensmitte gehe, zunächst einmal den Eindruck gewonnen habe, dass das in meinem Herzen stattfindet, aber dann auch runterrutscht in den Bauch. Also ist ja so von hier nach da. Und da nehme ich dann Platz. Also in meiner Schale, das ist ja wie eine Schale, was als Hara bezeichnet wird. Aber das ist mir viel zu weit weg, Hara. Also wisst ihr, also ich brauche sowas Konkretes. Und in meinem Becken kann ich das dann fühlen. Ich kann das spüren, wenn ich angekommen bin und lausche dann diesen Kräften, die in mir pulsieren. Und was ich vorhin gesagt habe, aus der Stille, dann formt sich etwas, ja? Und das Bewusstseinsfeld ist ja viel größer, also wo ich die Impulse herbekomme, die bekomme ich ja nicht aus meinen mentalen Lebenserfahrungen, sondern die bekomme ich ja aus unterschiedlichen Ebenen. Und ich glaube, dass diese weibliche Führung oder dieses weibliche Empfinden für mich durchaus genau so ist, dass es vom Herzraum wirklich runterrutscht, anwesend bleibt und pulsierend in meinem Becken landet. So würde ich es einfach mal sagen. Ist jetzt vielleicht für Männer schwer nachvollziehbar, aber ich mache es einfach. Ja, wahrscheinlich, ja. Ich hatte, weil du das Bewusstseinsfeld erwähnt hast, also ja. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit das Bild, also ich habe manchmal bei dir jetzt das Gefühl gehabt, dass du auch ein bisschen channelst, also medial veranlagt bist. Das Bild einer Qualle im Bewusstseinsfeld, die sich ganz mühelos fortbewegt. Und diese Mühelosigkeit hat für mich also auch mit dieser von dir erwähnten Hingabe etwas zu tun. Das, was man spürt, was Frau spürt, durch sich durch, fließen zu lassen und sich darin zu bewegen. Also das ist so mein Bild jetzt seit einigen Wochen. Ich kann das total nachempfinden, was du sagst, weil dieses Einlesen der verschiedenen Ebenen passiert ja auch nur, wenn der Kopf still ist, wenn wir in der Hingabe sind, erst dann spricht ja Sophia zu uns. Und ich vermeide es, bewusst von solchen Dingen wie Channeling oder Hellsichtigkeit oder was der Kuckuck was zu reden, weil ich das empfinde, das ist unser natürlicher Zustand. Ich habe mal eine großartige Erfahrung machen dürfen und auf einem Schiff nach Griechenland einen Sprachforscher kennengelernt, der meinte, mir sagen zu müssen, was mein Name bedeutet. Der hat, ne, ich habe mich vorgestellt, Theresia Maria. Und dann sagt er zu mir, Theresia heißt, also Theresias ist der Seher. Also er meint, dein Name heißt die Seherin und die Jägerin nach dem Sein. Dann dachte ich, der Kollege, der hat den Nagel auf den Punkt getroffen. Ich habe mich dafür bedankt, aber nichts dazu gesagt, weil es genau das ist, was ich empfinde und erfahre, was er da gesagt hat. Und ich war dann meiner Großmutter sehr dankbar, dass sie diesen Namen für mich ausgewählt hat und die Maria gleich hinterhergehängt hat, weil das ja also das Meer ist, ne? Maria, das Meer, also aus dem alles kommt. Dann habe ich gedacht, das ist gut. Also bin ich in bester Gesellschaft auch mit meinem Namen, weil der praktisch meine Weiblichkeit repräsentiert. Das hätte ich zu Zeiten, wo ich so verletzt war, niemals so empfinden können. Das konnte ich erst empfinden, als das ausgeheilt war, ne? Die alten Erfahrungen. Aber dann fand ich es sehr passend und sehr schön. Ich, weil du jetzt das Meer gesagt hast, Meerstern, ich dich grüße. Das ist doch ein altes katholisches Lied. Meerstern, ich dich grüße. Könnte ich sofort singen. Ich bin ja katholisch groß geworden. Ich auch. Ist aber ein wunderschönes Lied. Ja, und die Bedeutung, ja. Also, sing das doch mal. Heidi, ich werde mich hüten.
nämlich nicht. Ich möchte es gern kennenlernen. Also nicht zu zweit, weil du weißt, das geht im Internet nicht. Aber vielleicht kann die Maria allein, Theresia Maria alleine singen. Warte mal. Mal gucken, ob ich das hinbekomme, den Text, aber ich kann es ja einfach mal probieren. Es kann ja nur besser werden. Nährstern, ich dich grüße, o Maria, hilf, Gottes Mutter süße, o Maria, hilf, Maria, hilf uns allen. Aus unserer tiefen Not, glaube ich. Aus unserer tiefen Not. Ja, genau. Das ist ein ganz katholisches Lied. mit einer großen, großen Tiefe, wie ich finde. Weil es diese Anbindung an das weibliche Prinzip zeigt, uns aber auch gleichzeitig schwächt, weil wir immer diese armen Sünderlein sind. Und deshalb konnte ich das irgendwann gar nicht mehr so mit Inbrunst singen. Wisst ihr, wie ich meine? Vor allem, weil es außerhalb von uns ist. Genau. Und dann habe ich das gedacht, ja, nee, das ist doch nicht so meins. Aber das zeigt die Verbindung zum weiblichen Prinzip schon auch in dem Glauben. Aber es bedarf meiner Meinung nach einer großen Reform. Und ich habe gerade einen tollen Impuls, weil ich einen Podcast gehört habe vor 2 Tagen, wo Maria von Magdala, schreibe ich übrigens auch in dem Buch, jetzt rehabilitiert worden ist und sogar vom Papst als Apostelin der Apostel. Wow, habe ich gedacht, jetzt haben wir es endlich, dass die weibliche Kraft und Spiritualität zurückkehrt. Habe ich auch mit Befriedigung, habe ich das zur Kenntnis genommen. Genau. Ich möchte noch einmal zum weiblichen Bewusstseinsfeld. Ja. Dass das Männliche ergänzt in uns. Darf ich dazu was sagen? Ja, ich frage dich ja, wie du das machst. Also ich hatte durch meine verschiedenen Erkrankungen die Gelegenheit, die chinesische Medizin kennenzulernen und mich der anzunähern, wie das dort verstanden wird, vom Prinzip Yin und Yang. Und da ist es interessant, und das kann ich fühlen, dass es stimmig ist, dass Yin Yang hervorbringt. Wenn sich das rumspricht und genommen werden könnte, dieses Prinzip zu verinnerlichen, würde sich die Welt, glaube ich, relativ zügig verändern. Also, dass das Yang aus dem Yin hervorgeht, wir bekommen über eine ganz lange Zeit genau das Gegenteil beigebracht. Ne? Aber ich glaube, das ist für mich ein ganz schönes Bild zu verstehen, dass die beiden tanzen und dass das Yin das Yang hervorbringt und dass sie zusammen halt das Schöpfungsprinzip tanzen und meistern. Und das finde ich großartig, das gefällt mir einfach. Kommt natürlich bei mir sofort, also in I Ching, wo das Yin vom Yang, also es wandelt ja das Yang dann in das Yin, aber im Tantra führt die Frau, führt das Weibliche, und das ist also etwas, was noch nicht wirklich zur Kenntnis genommen wurde, glaube ich, in unserem Kulturkreis. Im östlichen Kulturkreis ist es ja selbstverständlich. Du hast also Kinder auch? 2 Söhne, wunderbare. 2 Söhne. Mhm. Und Enkelchens jetzt, weibliche Enkelkinder, ja. Mhm. Ja, es gibt auch zwei männliche. Das sind angenommene Kinder, also auch die Martha ist ein angenommenes Kind. Aha. Jetzt kommt Mathilda, das ist ein Kind hervorgebracht aus der Beziehung meines Erstgeborenen mit seiner Gefährtin. Und die anderen beiden Kinder sind angenommene Enkelkinder, da gibt es die Martha und den Marvin. Und
Bei dem anderen Sohn, wo der jetzt Vater wird, gibt es den Max. Und jetzt kommt die Maxine. Was kannst du schon mit ihnen teilen? Mit meinen Enkelkindern? Ja, ja. Ich habe nämlich gemerkt, also ich habe zwei Töchter, mit den Töchtern, die machen zwar auch jetzt Ähnliches, was ich getan habe, aber ich habe sie nie missioniert, ich habe ihnen nie irgendwas gesagt. Nur bei meinem Enkel habe ich jetzt erstmals angeboten, ob er nicht Qigong und Tai Chi machen möchte. Der ist jetzt 24. Mhm. Und ja, also er wird darauf einsteigen, und weil er hat mir gezeigt, ja, das Tai Chi, sage ich, du bist nicht in deinem Hara. Also, und dann denke ich mal, es ist eine Überwindung für mich, teilhaben zu lassen. Und ich weiß auch nicht genau, aus welchem Grund. Also es ist mir, wäre mir egal, wenn sie sagen, halt die alte, spinnende Oma. Aber es ist mir wichtig geworden jetzt. Mhm. In dieser Generation, also auch bei den Enkelinnen, die wunderschön sind, ihre Kraft, ihre weibliche Kraft ihnen. Also bei der Martha kann ich das schon gut vermitteln und sie einfach in dem begleiten, wie sie ist. Das ist so kraftvoll, so wundervoll, dem ist überhaupt nichts hinzuzufügen. Und bei dem Enkelkind ist es eher so, dass ich ihn unterstütze oder begleite darin, dass er seinen Wert fühlt und seinen Körper, weil er sehr auf Leistung getrimmt wird von seiner Mutter und sie gar nicht so spürt, wie soll ich das sagen, dass die Jungs eine andere Art von Unterstützung brauchen, nämlich diese weibliche Unterstützung. Und das kann man ja Menschen weder verordnen noch ihnen vorwerfen, wenn sie selbst gar nicht in dieser Tiefe sind. Dann vermitteln sie ihren Kindern einfach auch was anderes. Und ich sehe meine Aufgabe einfach darin, als Großmutter aus diesem Kessel heraus das nährend weiterzugeben, ja, indem ich zuhöre, indem ich unterstütze, indem ich wertschätze. Damit da jemand, dieser junge Mann, überhaupt erstmal ein Gefühl für sich bekommt, dass er großartig ist. Du hast zum zweiten Mal das Wort Wert verwendet, weil mein Enkel auch gesagt hat, aber das ist ja teuer, Oma. Da habe ich gesagt, du bist es mir wert. Okay. Und das zu vermitteln, glaube ich, ist also schon, gerade bei den Burschen, wichtiger. Mhm. Ja, weil unsere Leistungsgesellschaft, also... Ja, das ist eben so derzeit. Ja, mir ist jetzt noch was aufgefallen, großartig sein. Ja, und in unserer Leistungsgesellschaft heißt halt großartig sein was anderes. Und wie schaffst du das hinzukriegen, dass dieses großartig sein ja mehr die menschliche Qualität ist und nicht das, ha, heute bin ich ja wieder großartig und alle gucken sie mich an und finden mich doll oder so. Ich glaube, ich kann euch da ein schönes Beispiel geben. Ich arbeite seit vielen Jahren mit Kindern und Jugendlichen, die mir aus der Schule zugeführt werden, weil mit ihnen scheinbar was nicht stimmt. Also, ob das die schulischen Leistungen sind oder ihr Benehmen oder ich weiß nicht was. Und die kommen ein Jahr zu mir und so alle 14 Tage einmal eine Stunde. Und was sie miteinander tun, ist, dass wir rausgehen, dass sie Aufgaben lösen lernen, dass wir in die Natur gehen und dass sie erstmal ein Gefühl für sich selbst bekommen. Einfach ein Gefühl über sich selbst. Dazu gehört wieder der Körper, dass sie sich lernen wahrzunehmen und dass sie wieder entdecken, was sie schon können, was nicht unbedingt immer das ist, was den Schulfächern entspricht. Und dass sie im Laufe der Zeit lernen, wie wertvoll sie sind. Und interessanterweise passiert dann Folgendes, dass sie sich auch in der Schule verändern und auch in ihrem Benehmen, was kritisiert worden ist. Und dann fragen mich die Lehrerinnen übrigens, die dann zur Meditation kommen, ja, was hast du denn gemacht? Also der wird jetzt sehr viel besser in der Schule und in dem Fach und so. Und dann habe ich gesagt, ja, nichts, was ihr euch vorstellt. Ich war einfach nur da und wir haben wieder neu entdeckt, was in diesen Menschenkindern drinsteckt. Und ich habe ihnen Räume geschaffen, wo sie das ausdrücken kann. Punkt. Ja. Ja. Ja.
Ich lese jetzt gerade von einem fiktiven Avatar ein Buch. Ein Däne und ein Schwede haben das geschrieben. Und ich habe das akustisch nicht verstanden. Ein Däne und ein Schwede haben eine Kunstfigur geschaffen und unter diesem Namen schreiben sie über die The Listening Society. Es gibt es derzeit nur Englisch. Und dann die nordische Ideologie, also wie weit die Länder der nordischen Geisteshaltung, sagen wir es einmal so, eine Möglichkeit für die Zukunft schaffen. Und jetzt, wie ich dir so zugehört habe, ist mir aufgefallen, also über Weiblichkeit haben sie nicht viel geschrieben. Das ist vielleicht auch ein Kritikpunkt. Ich werde es Ihnen, weil wir als Integrale reden jetzt auch darüber, weil Sie sehen das als Fortführung der Postmoderne in die Metamoderne. Und eine Metamoderne ist für mich unerlässlich weiblich auch, also unerlässlich. Absolut. Und das kommt in dem Buch überhaupt nicht vor. Es ist gut, dass mir das jetzt aufgefallen ist. Da werde ich noch mit einigen im integralen Forum drüber reden. Ja. Das finde ich dann generell spannend, dass oft das Weibliche eben nicht vorkommt. Und selbst unter Frauen kommt es oft nicht vor. Ja? Und ich denke, da haben wir noch viel Arbeit zu leisten, dass wir das überhaupt ins Bewusstsein kriegen. Wir haben ja schon öfter drüber gesprochen, Monja, was ist weiblich überhaupt? Und dass wir das wertschätzen lernen. Das ist ja so mit Dreck bespudelt worden in der Vergangenheit, dass man das ja doch schon gesellschaftlich und so, ja, ne? Ja, ja. Okay. Ja, aber wie war das ja damals, wenn du dich erinnerst, auch ein Bedürfnis im integralen Feld, ein weibliches Bewusstseinsfeld zu etablieren, wo Frauen einander unterstützen und wertschätzen. Und nicht konkurrieren. Und das war auch eigentlich sehr gut angenommen worden, weil natürlich die Integralen sehr aus dem Kopf kommen und der weibliche Zugang halt doch ein emotionalerer, anderer ist. Das heißt nicht, dass ich mich von den Emotionen beherrschen lasse, aber dass ich sie wahrnehme einmal und so weiter und so weiter. Also, ja, und das ist ja jetzt wieder im Entstehen, aber im Online. Aus der Notwendigkeit heraus, aus der Erkenntnis heraus, dass auch bei der letzten Tagung, obwohl ja schon so viele Fortschritte gemacht worden sind seit damals, als wir die ersten Tagungen machten vor 20 Jahren, ist dennoch, viele Frauen das Gefühl haben, sie kommen eigentlich nicht wirklich vor in der Agenda. Ja? Es wird hauptsächlich geredet, vielleicht in der Morgenübung ist ein bisschen Körper dabei, aber sonst sitzt man wie immer da und lässt sich voll labern, mehr oder weniger. Ja. Selbst in den Workshops, in vielen Workshops ist es passiert und daraus kam, und ich, dann war da die Situation, ich saß dann als im Autorencafé mit Tom Amag und nach weiteren drei Autoren vorne. Ich wusste gar nicht, dass ich davon sitzen würde. Und dann wurde ich nicht zu dem, was ich mache, gefragt, sondern was ist integrale Spiritualität? Okay, dann hat der eine Mann was gesagt, das Mikrofon ging an mir vorbei zum nächsten Mann und dann zum nächsten Mann und dann, die haben das so wieder so gerät halt. Ne? Und da habe ich schon gesehen im Publikum, also es fing an einzuschlafen, es war schon relativ spät am Abend. Und da habe ich gesagt, also jetzt muss ich doch mal nicht dazu sprechen, sondern ich muss sagen, also ich muss ja jetzt mal die weibliche Position ergreifen. Ich höre euch wieder alle so Talks halten, ja, also wieder reden und reden und reden über. Und es ging darum, um die integrale Spiritualität. Und kurz vorher war der Vortrag gewesen von der Marion Küstenmacher über integrales Christentum und so. Es war sehr schön. Sie hat viele Geschichten, also viele Beispiele gebracht. Habe ich gesagt, da habt ihr es doch gesehen. Das ist integrale Spiritualität verkörpert in der Frau, auch in der Art, wie sie das ausdrückt. Da brauchen wir jetzt nicht, die sagte, glaube ich, uns überlegen, wie viele Engel können auf einer Nadelspitze tanzen, ja, wie ihr das so generell macht. Und dann merkte ich, das Publikum, das kam wieder hoch und ein paar Frauen nickten und so, nicht? Und eine stand oder zwei sogar standen auf und sagten was dazu. Und da habe ich gemerkt, Mensch, ja, das ist gut, dass ich das formuliert habe. Und daraufhin haben sich dann Frauen zusammengetan. Ich glaube, wir haben jetzt 15 oder so auf der Liste, wo wir uns regelmäßig treffen wollen. Und
uns austauschen, weil wir das Gefühl haben, wir kommen in diesen doch schon offeneren Circle trotzdem nicht wirklich zum Ausdruck, würde ich mal so sagen. Ja? Und das ist männlich immer noch dominiert ist und nicht nur bei den Männern, sondern auch bei vielen Frauen, die dann meinen, sie müssten auf der gleichen Ebene antworten. Und das habe ich eben nicht gemacht, weil ich wusste, wenn ich auf der gleichen Ebene antworte, dann reden die mich an die Wand. Erstens mag ich nicht antworten, aber ich habe nicht so viel Autoren oder Zitate in meinem Hirn, die ich da wild durch die Gegend schmeißen kann, um zu belegen, wie klug ich bin, sondern es ist einfach nicht mehr meins. Ja? Also und den Körper hast du nicht eingebracht, du bist nicht aufgesprungen. Und nein, das habe ich nicht. Weil nee. Ich weiß noch gut, wie ich damals, wie das begonnen hat, da bin ich, habe ich nicht an der Tafel geredet, sondern bin abgegangen, den ganzen Kreis der Frauen und jede direkt die Energie, es geht ja auch ums Energetische in dem Fall. Und darüber reden wir ja überhaupt noch nicht. Also wie sich die weibliche Energie bemerkbar macht und wie die Männer das eigentlich nicht gerne haben. Wenn sie ja. Darüber könnten wir auch einmal länger reden, über weibliche Energie. Ja. Darf ich dazu was beitragen, ja. Was ihr gerade gesagt habt? Was ich in den Kursen, ich arbeite ja viel in Unternehmen mit Führungskräften männlicher und weiblicher Couleur. Und da machen wir wundervolle Übungen, also mit dem Körper und singen auch und nehmen die Stimme mit. Und über verschiedene Übungen haben wir dann ein gemeinsames Feld, was durchaus sehr weiblich ist. Was auch angenommen wird, ja, einfach dadurch, dass wir Dinge zusammen tun und tanzen und Bewegung und singen, sind wunderbare Möglichkeiten, diese gemeinsame Energie von Yin und Yang in Bewegung zu bringen. Und Cordula hatte mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, bei der nächsten Konferenz dabei zu sein. Und kann ich mir vorstellen, und das Erste, was mir eingefallen ist, ist, die weibliche Energie in Bewegung zu bringen, aber gemeinsam mit den Herren, also mit den, also in diesem Miteinander, wisst ihr, so dass alle mitmachen können, partizipieren und auch spüren, was das ist, weil die Männer haben ja auch eine innere Frau, ja, die wartet ja aus meiner Sicht auch darauf, mal zu tanzen durchs Leben und nicht nur irgendwelche Referate zu halten oder sehr klug zu erscheinen. Das weiß ich eben nicht genau, wie weit selbst auf der integralen Stufe die Männer da schon bereit sind. Ich habe das Gefühl, sich an ihrer Intellektualität und den Vortrag zu halten, ist irgend sowas, wo sie sich festhalten an einer Identität. Und das andere ist so unbekannt. Und da gehört ein ordentliches Stück Mut dazu, das zu machen. Ich denke, wir Frauen haben das gemacht. Wir sind ins Intellektuelle reingegangen und haben es gewagt, zumindest uns der Kritik auszusetzen und mal aufzutreten. Aber ich denke generell, also prozentual gesehen, sagen wir mal, haben das die Männer noch nicht getan, sich drauf. Sie denken dann, ich komme manchmal begegne Männer, die meinen, sie seien ja schon so weiblich und sie fühlen sich eigentlich als Frau und sie wollten mit im Frauenzirkel sein. Ich sage, du? Nee, wirklich nicht. Ich fühle dich gar nicht als weiblich. Ja? Also sie stellen sich vor, dass sie weiblich sind, manche, ja, also denen, von denen ich spreche. Aber das hat nichts mit dem Gefühl, was ich habe, von weiblicher Energie zu tun. Das ist nur, weil sie halt jetzt ein bisschen vielleicht achtsamer sind oder uns mehr sprechen lassen oder sowas denken, sie ist dann auch schon weiblich. Also da ist noch viel Bereitschaftswillen aufzutauchen, bevor das wirklich auch funktionieren kann. Es ist ja im Moment wieder so, dass wir das gern wollten, dass Männer das tun, aber tun sie es? Da können wir also das kann ich nicht bestätigen im Wesentlichen, wenn ich an all die Menschen denke und es sind einige hundert, die ich im Jahr erlebe und erfahre, wenn sie eine feine Form finden, ihre Weiblichkeit mit ausdrücken zu können. Und ich mache das über dieses gehirngerechte Lernen. Also ich nutze einfach auch die Ebenen des Verstandes,
und hole sie dort ab. Ja, also wenn wir jetzt die rechte und weibliche Gehirnhälfte mal sehen, dann ist rechts für all das zuständig, worüber wir sprechen. Achtsamkeit, Kreativität, ne? Ganzheitlichkeit, Intuition etc. pp. Und links ist blau-grün, also einfach nur mal so, um eine Farbe vorzustellen, strukturiert, ne? Höher, schneller, weiter, das ist links. Wir brauchen beides. Und die Übung, mit denen ich anfange, ist mit diesen Führungskräften, ich lasse sie auf einem Bein stehen, auf dem linken. Und das dauert ja nicht lange, dann zittert der ganze Körper und dann sage ich, okay, jetzt könnt ihr euch rechts mal hinstellen, rechtes Bein nehmen, das gleiche in grün. Und fragt dann, sag mal, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr euch die ganze Zeit so bewegt, dass ihr immer nur auf einem Bein unterwegs seid? Und das leuchtet ihnen ein und dann gehe ich verschiedene Stufen und Stationen, bis sie verstehen, ah, wir sind so groß geworden, wir haben gelernt, uns auf das eine zu fokussieren, das andere ist zwar in uns, aber haben wir noch gar nicht so richtig kennengelernt. Und so führe ich sie im Laufe der Zeit, und es dauert gar nicht lange, in diese beiden Seiten ein mit der liegenden Acht und mache dazu Körperübungen, sodass sie sich wahrnehmen können. Und das ist ein schöner Schritt. Und dann kommen auch die Gefühle dazu. Und das sind ja alles sehr kluge Leute, mit denen ich es zu tun habe. Die können es mit den Integralen bestimmt aufnehmen, vom Intellekt. Und es ist total schön zu beobachten und wahrzunehmen, wie viel Freude ihnen das macht, dass sie beginnen können, ihre andere Seite mit dazu zu nehmen. Und zwar über ihr Herz auch. Ja? Das sind so berührende Aspekte, die da passieren, sodass ich voller Mut bin und voller in der Haltung des Gelingens, dass der Weg bereitet werden kann. Ne? Und zwar gemeinsam mit den Männern, wenn wir sie anleiten. So wie du das vorhin ja auch schon gesagt hast, wer führt innerhalb der östlichen Sexualität die Frau. Aber wir müssen Wege finden, wo wir die Männer nicht verstören, finde ich. Wir müssen ihnen das, was sie für sehr wertvoll halten, auch lassen. Mhm. Genau. Und das ist, wollte ich darauf eingehen, denn es kommt darauf an, wie wir das vermitteln, wenn wir nur protestieren und so. Hat es ja auch keinen Zweck, weil sie ja nicht wissen, wie sie es tun sollen. Und genau. Es kommt sehr auf die Facilitation an und auch das Teaser, ne? Also wenn ja, sie genau. Von angeregt sind. Und ich habe eben die Meinung vertreten, als ich jetzt dieses Frauenfeld online einberufen habe, dass wir erstmal die Männer nicht schon wieder bemuttern wollen und ihnen schon wieder von ihnen irgendwie ihnen helfen. Ja, wir wollen ihnen ja immer helfen. Sondern, dass wir erstmal zum Selbstverständnis kommen sollten unter uns, dass wir wirklich unseren Wert umarmen und dazu kommen, dass wir den vertreten können. Und ich bin der Meinung, wenn wir wirklich in so einem Selbstverständnis auftreten, dann passiert es von ganz allein, dass sich die Strukturen ändern. Ja? Und da brauchen wir nicht jetzt schon wieder als Helfer für die armen Männer auftreten, die es doch bitte schön anders machen sollen. Ja? Also das ist meine Idee dabei. Und ich weiß nicht. Mhm. Ja. Sagst du noch einmal, wann das ist? Wir machen das Dienstagabend im Moment. Es hat sich so herausgestellt um 8, dass da die meisten Leute können, sind nicht immer alle da, ist klar, aber es ist einfach ein Free Flow von Themen, die aufkommen, und es ist als Schwesternschaft gedacht, ja, als ja, und wenn wir dann irgendwann mal öffentlich was machen wollen, ist auch fein, ja, aber im Moment ist es nur für Teilnehmer nachvollziehbar und nicht in der Öffentlichkeit. Und da ist auch ein geschützter Raum, sodass Leute, die noch nicht so extrovertiert sind, wie wir das ja gerade sind, dass sie auch eine Möglichkeit haben zu reden. Schöne Sache, ja. Morgen kann ich zwar nicht, aber ich werde gerne dazukommen. Gerne, ja. Super. Ja, wir haben jetzt fast eine Stunde geredet und es war wieder sehr, 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 sehr schön. Wollen wir zu so einer Art Summary kommen, auf gut Neudeutsch, zu einer Zusammenfassung, oder was war jetzt wichtig für mich, was habe ich gelernt, was nehme ich mit? Wichtig war für mich die unterschiedlichen Möglichkeiten der Geschlechter und wie sie miteinander tanzen können.
Das ist also etwas, was man üben kann. Und zugleich aber auch das eigene Becken füllen. Also dass wir in uns ruhen im Tanz. Im Tanz ruhen. Ja, das war mir wichtig. Deine Bücher findet man bei Amazon oder wo? Ja, bei Amazon. Und ich habe noch vielleicht jetzt zum Schluss, könnte ich noch etwas dazu sagen, zu dem Thema Tanz, Mann und Frau. Ich habe das unglaubliche Geschenk erleben dürfen, über 7 Jahre mit einem Lebenspartner zusammen gewesen zu sein, mit dem ich auch das Buch geschrieben habe, Cello trifft Bogen. Und da ist für mich herausgekommen, dass dieser Mann so ganz anders war als ich, nämlich ganz strukturiert von Hause aus Ingenieur, logisch, etc. pp. Und was wir uns geschenkt haben, war, dass jeder von uns bereit war, die Welt des anderen kennenzulernen, ohne sich einzumischen. Und ich habe dabei so viel von ihm gelernt und kann dadurch heute das Strukturgebende des Männlichen um so vieles besser verstehen und auch damit umzugehen. Und ich glaube, er hat auch ganz viel von mir gelernt und hat zum Beispiel zu mir gesagt, ich wusste gar nicht, wie viele Gefühle ich habe. Also, wo kommen die alle her? Und ein nettes Beispiel ist so, er war also Wissenschaftler, Ingenieur, also logisch durch und durch und ein großer Erfinder. Und als wir uns kennenlernten, habe ich ein gemeinsames Abendbrot gemacht und eine Kerze angezündet. Und dann sagt er, und es war klassisch, haben wir Weihnachten? und kurz bevor er starb, ich habe ja darüber erzählt, dass er gestorben ist vor 3 Jahren, hat er den Abendbrotstisch gedeckt nach 7 Jahren, öfter mal, und stellt eine Kerze auf den Tisch. Und ich sage, oh, haben wir Weihnachten? Und das haben wir zusammen auf den Weg gebracht, weil wir einander angenommen haben, wie wir sind. Niemand hatte den anderen in irgendeiner Form formen wollen. Aber wir wollten einander verstehen. Und dadurch haben sich unsere beiden Matrixen auf eine wunderschöne Art und Weise verbunden. Und diesen Prozess haben wir beschrieben in dem Buch Cello trifft Bogen. Und in der Juli-Ausgabe habe ich meinen Teil veröffentlicht über die Liebe und die Schöpfungsmacht zwischen Mann und Frau. Und das wollte ich gerne noch euch wissen lassen. Danke. Juli-Ausgabe von was? Jetzt im Integralen Forum ist es niedergelegt. Also Integrale Perspektiven. Ja, genau. Okay, gut. Ihr könnt gerne Mitglieder werden im Integralen Forum. Bin ich schon? Naja, ich meine nicht dich, ich meine es die Leute, die uns zugucken. Wenn sie das nur so sehen, ohne Mitglied zu sein, dann kriegt ihr dann auch ich glaube, es ist jetzt hauptsächlich online, das ja, Magazin. Ja, ist immer noch online. Mhm. Ja, genau, zugeschickt. Ja, danke. Wollte ich dazu auch was noch kurz sagen. Ich hatte ja so eine ähnliche Erfahrung mit 7 Jahren. Ein Mann, der jetzt endlich mich hat erfahren lassen, was es bedeutet, ein Mann zu sein in der Welt und mir dadurch auch das eröffnet hat. Und ich habe ihm auch was eröffnet. Ich habe ihn immer mit zu Pilates genommen. Und wir haben so eine Art meditatives Tanzgleichgewicht und alle möglichen Übungen im Pilates und mit Atem verbunden. Und er sagte, ha, ich wusste gar nicht, mein Körper und den Atem und so, das hat er noch nie kennengelernt gehabt. Er hat seinen Körper entdeckt. Und das hat auch dazu geführt, dass er dann, als er starb, das als körperliches Erleben wahrnehmen konnte. Ja? Dass er sagte, oh, das passiert so viel in meinem Körper, was ich gar nicht wusste und was ich gar nicht kannte. Aber vorher war die Wahrnehmung nicht da. Und es ist so schön, wenn man sozusagen ohne die Forderung, du musst jetzt, ja, trotzdem was vermitteln kann, dadurch durch die Bereitschaft, gegenseitige Bereitschaft in die Welt des anderen einzudringen und die anzunehmen und wertzuschätzen. Wunderbar. Ja, Theresia, Maria, diesmal habe ich es richtig. Ja, wunderbar. Ich danke dir für dieses Gespräch auch. Wir haben ja noch ein anderes Gespräch geführt, was ihr auch
finden werdet, sowohl auf der Webseite als auf dem integralen, in den integralen Perspektiven. Die Veröffentlichung von diesem und dem anderen ist jetzt nicht klar, aber ihr findet es dann. Und auf meiner Website thewisdomfactory.net wird das auch als Post und als Video veröffentlicht werden. Es war sehr schöne Gespräche mit dir über das Wertschätzen des Weiblichen und des Zyklus des Lebens. Das war das erste Gespräch. Und ja, lasst uns im Gespräch sein und doch weiter erforschen, wie es mit dem Weiblichen in dieser Welt weitergehen kann. Und wir als Pionierinnen, was können wir dazu beitragen? Wunderbar. Ja, danke schön dir und auch Monja für die Freude, wieder mit dir zu co-hosten und deine schönen Fragen lauschen zu dürfen. Ja, vielen Dank auch, dass ich dich kennenlernen durfte. Ja, freut mich auch sehr. Ja, super. Okay, danke. Tschüss. Ciao.